Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Assassin's Creed Syndicate und wir sind hier gerade im Buckingham Palace und wollen nun die nächste Quest für die Queen erledigen. Wir haben beim letzten Mal schon so ein Kanonenboot oder ein Dynamitboot zerstört und diesmal sind die Templer wohl wieder irgendwo tätig und die Queen wird uns die nächste Aufgabe geben. Jetzt hätte man nur mal den Eingang finden müssen. Ja, der rote Teppich ist ja nicht auffällig genug. Hier ist also der Eingang. Und die wird uns jetzt die nächste Folgequest in dieser Reihe mit den Templern geben. Die Templer haben insgesamt 4 Quests vor sich. Also einmal das Explosivboot. Explosiv war es dann nicht so wirklich. Und jetzt kommt auch die nächste Möglichkeit, wo wir die Templer behindern werden, nämlich in einer Lokomotive. Halten Sie die Templer davon ab, einen Zug voller Dynamit in einen belebten Bahnhof zu fahren. Mr. Fleming hat versucht, ein Geständnis aus Ihrem Gefangenen herauszuholen, doch der Missetäter will nicht reden. Würden Sie dem Ganoven seine Geheimnisse entreißen? Oh, mit dem größten Vergnügen, Ma'am. Nun sollen wir also die Geheimnisse der Lokomotive vom Templeranführer erkämpfen und dafür müssen wir natürlich wieder hier in Westminster durch die Gegend. Hier sehen wir auch schon die Markierung. Das machen wir jetzt natürlich alles ein bisschen mit Zeitsprung, damit wir nicht den ganzen Weg miteinander laufen müssen. Boah, was hängen hier für tolle Bilder in dem Laden? Also die Grafik finde ich immer wieder cool. Auch hier die ganzen kleinen Verzierungen an den Häusern, diese abstehenden Kamine, dann die Dachschindeln, die sind alle so schön strukturiert. Tessellation heißt, glaube ich, das Verfahren, wenn die auch so ein bisschen nach außen stehen und so, dass das echt alles richtig cool aussieht. Also mir gefällt das voll. Und wir sind auch schon am Haus, wo es diesen Templeranführer gibt. So, hier oben soll der sein. Betreten wir mal das Haus. Und? Der ist im Gefängnis. Hä? Soll doch gegen den kämpfen. Ah, er macht mir die Tür auf. Das ist ja mal nett. Lass mich mal durch. Hier bringe ich Manieren bei. Jawohl, wenn dann schon richtig hier. Erstmal weich klopfen. Ha! Headbutt. Ich schätze nicht, dass du dir eine enorme Tracht Prügel ersparen und einfach einen Tisch machen willst. Ach, was soll's. Wir sollten einen Zug in Westminster mit Sprengstoff beladen. Er wird vor der Southwark Station explodieren und alle Passagiere töten. Ich hätte nicht gedacht, dass du redest. Welcher Zug? Es ist der nächste. Er müsste jeden Moment losfahren. Na super, Zeitdruck habe ich natürlich immer gerne. Die Bombe entschärfen in 2 Minuten 15 und in 169 Metern fährt der Zug. Jetzt muss ich mich also doch ziemlich beeilen. Der war ja redselig, der hatte wohl keinen Bock mehr auf Schläge. Und mit diesem Seil sind wir relativ schnell, bis ich jetzt in eine Kutsche einsteige, glaube ich, dauert es länger, als wenn ich mich mal hier mit dem Seil vorwärts bewege. Man hätte es ja auch mit einer Kutsche probieren können. Aber da hat man immer die Gefahr, wenn jemand sieht, dass man die stiehlt, dass man dann die Polizei auf dem Hals hat und sofort in einen Kampf verwickelt wird. Und das möchte ich nicht eingehen. Außerdem mit dem Seil hier geht das doch ziemlich zügig. So, noch ist der Zug da. Ich bin schnell genug gewesen und einfach drauf. Und jetzt schlagen wir uns hier durch. Wir sind im Sperrgebiet und jetzt sind alle feindlich. So, den haben wir mal schön vom Zug gestoßen. Jetzt ist es ein Zugvogel, wenn er runterfliegt. Okay, der war ganz flach. Auf jeden Fall, hier sind ganz viele Templer. Das sind die neuen nach Starrick. Den habe ich ja schon besiegt. Durch die Hauptstory sind wir ja schon durch. Jetzt gehe ich mal hier ein bisschen rabiater lang, damit ich ein bisschen schneller zu dem Entschärfen komme. Ich habe nämlich nur noch 1 Minute Zeit und hier ist in jedem Waggon irgendwie ein Templer. Oh, so, jetzt kommt noch jemand hier und dann noch einer. Oh Gott, jetzt übertreiben sie es aber. Da muss man ein bisschen rumgeballert jetzt. 24 Schuss habe ich noch. So, und da kommt schon wieder der Nächste. Aber ich sehe schon, vorne ist schon das Ziel. Da ist zwar ein Gitter, mal gucken, wie wir da reinkommen. Aber, jawohl. So, noch ein Schuss nach hinten. Ich sehe zwar nicht... Oh, der hat aber einen schönen Salto gemacht. Das muss man aber schon sagen. Der hat sich schön gedreht. Flucht. Ich komme nicht an die Bombe ran. Aha, Loch abkoppeln. Oh Gott. Quicktime-Event. Naja, der war jetzt nicht so schwer. Ach, wie hübsch. Das sah doch mal schön aus.
Und das war schon für die Mission. Die ging also relativ zügig. Richtig schön Geld und Ex bekommen. Die Erinnerung kriegt mal 5 Sterne, weil die so flüssig war. Einfach mal kurz mit der Queen sprechen, einen verkloppen und dann ein bisschen Zug fahren. Das war doch mal angenehm. Und jetzt machen wir natürlich die nächste Quest bei der Queen. Dafür müssen wir wieder hier oben. Aha. Nicht in den Palast, sondern die ist wohl hinten im Garten. Und Operation Leben retten heißt das Ding. Wir kürzen das wieder ab und dem hier retten wir nicht das Leben, dem nehmen wir kurz das Leben. So, lass mich mal durch, dankeschön. Tja, der hat uns den Weg versperrt, ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hätte jetzt keine Lust, irgendwie einen Ausgang zu suchen, wenn er da mittendrin steht. Ja, war das die einzige Lösung. Und in 50 Metern scheint die Königin zu sein und wir kriegen die zweite, ne, mittlerweile schon die dritte Quest dann von ihr. Nämlich diese Leben retten Quest. Und was müssen wir dafür tun? Level 10 ist das Max-Level. Spüren Sie den entkommenen Anführer einer neuen Templer-Splittergruppe auf. Unser viel betrauerter Gatte liebte diese Gärten. Er nannte sie einzig sicherer Hafen inmitten der rauen Wirklichkeit dieser Welt. Wir vermissen ihn sehr. Aber vergessen Sie das schnell wieder. Zum Geschäft. Mr. Fleming hat vom inhaftierten Templer erfahren, dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Doch bevor wir mehr erfahren konnten, entkam er dem Gewahrsam. Man nimmt an, dass er sich in Westminster versteckt. Fangen Sie ihn wieder ein, um das Verhör fortzusetzen. Ah, glatter Teufel. Ich finde ihn, Ma'am. Sehr kurze und knappe Zielbeschreibungen, aber so passt das schon. Wir wissen ja, es geht jetzt um den Templeranführer. Der ist in 120 Metern Entfernung mittlerweile. Jo, wie kommen wir da am besten hin? Ich denke mal wieder übers Dach, ne? Dann können wir den irgendwie dann sofort angreifen. Also gehen wir jetzt mal hier nach oben. Also das hat alles hier sowas von Mary Poppins. Ich weiß nicht, ob ihr, als ihr Kind wart, vielleicht mal den Disney-Film geguckt habt. Aber das ist so cool hier mit diesen ganzen Schornsteinen so. Das erinnert mich voll an meine Kindheit. Oh, nein, der fährt mit einer Kutsche. Das ist jetzt natürlich genau anders als eben. Bei der Lokomotive war das cool mit dem Seil. Jetzt da mit der Kutsche ist das nicht so cool. Da komme ich mit dem Seil nicht hinterher. 80, 90, ja, er entfernt sich immer mehr. Jetzt ist er weg und ist die Quest verloren. Nein, ich kann den Templer immer noch aufspüren. Bedeutet, wir wechseln das Fortbewegungsmittel. Vom Seil geht's nun auf die Kutsche. Übrigens hier auch schon wieder die ganzen Verzierungen an der Wand. Ich finde das so geil. Jedes Haus sieht hier cool aus in London. Einfach der Hammer. Also mir gefällt die Syndicate-Grafik echt toll. Ich bin mal gespannt, wo sie beim nächsten Mal rumlaufen, wie dann die Grafik sein wird. Viel verbessern kann man ja nichts mehr. Nur noch ein bisschen fotorealistischer irgendwie. Vielleicht mal Berlin. Berlin in den 1950er Jahren, da waren alles nur Ruinen, aber naja, man weiß nicht, was so kommt. Okay, da sind sie und den Templeranführer folgen. Ja, der ist da vorne, aber wenn ich da hingehe, dann... Aha, die reden. Psst. Was hat so lange gedauert? Ein kleiner Rückschlag, mehr nicht. Hast dich schnappen lassen, was? Halt's Maul, du Mistkröte. Ich gehe schon voraus und kundschafte die Route aus. Bring das Zeug zum Unterschlupf und warte auf mein Signal. Ja, Sir. Verdammt. Ich muss den Sprengstoff an den Zivilisten fernhalten. Um den Templer kümmere ich mich später. Du! Wo jetzt wir haben einen Eindringling! Nicht aus den Augen! Lass mich dich doch einfach töten! Gut, da bin ich jetzt ein bisschen offensiv rangegangen. Die Kutsche entführen, aber dann räumen wir halt erstmal auf. Ist ja alles locker flockig hier. Das sind ja nur 4 Leute. So, der und der und da und noch eins. So, schön. Und, oh, der lebt aber auch noch. So, schnell mal wegballern. Und jetzt bringen wir das Dynamit hier schnell weg. Wenn wir unsere Gebäude hochjagen können, dann sprengen wir eben stattdessen Assassinen in die Luft. Hä? So ist's doch. Templeranführer ist tot? Was habe ich denn mit dem gemacht? Das war, würde ich mal sagen, ein Bug. Also probieren wir das gleiche nochmal. Diesmal vielleicht ein bisschen unauffälliger. Ich mache nur ihn hier platt.
Und jetzt schnell auf die Kutsche. Wir haben Besuch. Wenn wir schon kein Gebäude hochjagen können, dann sprengen wir eben stattdessen Assassinen in die Luft. Lauf schön weiter. Okay, jetzt sieht schon anders aus. Zeit bis zur Explosion. 1:24. In Sicherheit entkommen. Wir sollen das Ding also irgendwo hinbringen, die Kutsche. Und in weniger als 80 Sekunden einen sicheren Ort erreichen. Mal schauen, ob wir das schaffen, das weiß ich jetzt nicht. Mein Gott, was ist denn hier los? Feuerwehr auf dem Weg. Da ist ein Bus ausgerutscht, abgebrochen, zerstört, keine Ahnung. Boah, hier ist Stau. Oh Gott, das haben sie jetzt aber extra gemacht, dass die... Oh, hier ist eine Baustelle oder irgendwie sowas. Noch eine Feuerwehr. Da sind Leute auf der Fahrbahn. Also irgendwie, das haben sie aber extra gemacht, dass jetzt hier alles so zugebaut ist. Also, ob ich das noch schaffe in der Zeit. Boah, hier ist ein richtiger Unfall auf der Brücke. Da brennt ein Bus. Wie cool ist das denn? Ja, da müssen sie ja ganz schön gerast sein. Und jetzt sind wir aber über die Brücke noch 220 Meter. Wir sind noch nicht ganz über die Brücke, aber jetzt ist kein Unfall mehr in der Nähe. Ja, ich treffe schon irgendwie jede Kutsche mal so kurz. Hauptsache irgendwie ankommen. Zeit zur Explosion. Nicht mehr viel. Noch 18 Sekunden, 17. Jetzt hänge ich hier fest. Nein. Aha, jetzt geht's wieder voran. Und wir sind am Punkt. In Sicherheit entkommen. Oh oh. Gebiet vor Explosion der Kutsche verlassen. 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1, 0 und... Boah, war das knapp. Das war aber in der 0. Sekunde, nicht nur in der letzten Sekunde. Und damit haben wir wieder eine Mission von Queen Victoria geschafft. Es fehlt uns nur noch eine einzige Mission. Die war auch ganz lustig, aber einmal ist sie ja komischerweise abgebrochen. Da war was buggy, darum kriegt das einen Stern weniger. Und wir gucken mal ganz kurz, wo wir jetzt hin müssen. Wo ist die nächste Queen-Mission? Ja, wieder im Buckingham Palace. Und dann gibt es den Umhang, königlicher Umhang. Den holen wir uns im nächsten Let's Play. Dann werden wir vielleicht auch noch eine Dulep-Sing-Mission machen. Also, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und wie immer, bleibt mir treu und empfehlt mich weiter. Dann bis demnächst. Macht's gut. Bye, bye.